die Lisa, servus. Die Lisa. Magst du nicht durchs Bild gehen mal? Das habe ich mir gedacht, das wird gut passen. Super. Also gut, der Falter ist jenseits, weil er gut ist und gut, weil er jenseits ist. Und böse ist er auch und das ist auch gut so. Und hoffentlich gibt es ihn noch recht lang, weil es ist wie ein UFO, das es eigentlich gar nicht geben dürfte und das halt hier gelandet ist. Und gut ist, dass ich gar nicht ausgeschlafen bin. Als der hauseigene Tierkolumnenschreiber habe ich mich natürlich auch mit der Frage beschäftigt, um welche Falterart es sich bei diesem Printprodukt handelt. Ich habe fast 24 Jahre gebraucht, bis mir der Armenturnherr gestanden hat, dass es sich um ein Kunstprojekt handelt und der Falter, der auf der ersten Nummer abgebildet ist, aus Papier nachgebildet wurde. Der Falter ist eine Wiener Wochenzeitung mit europäischer Perspektive. Die Idee des Falter ist, den Journalismus zu kritisieren, und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Das heißt, die Dinge anders zu machen als andere. Das war auch das Motiv, ihn zu gründen, neben seiner Unabhängigkeit. Das ist das Gute am Falter. Das Schlechte am Falter ist, wenn er seinem eigenen Anspruch nicht gerecht wird, was mitunter leider vorgekommen ist. Ist das nicht so viel? Falter, das ist Freiheit und Eigenverantwortung. Ist schon, also. Der Falter ist etwas sehr Modernes, weil er Journalismus macht, unabhängigen Journalismus, weil er sich nicht kaufen lässt. Das Einzige, was man kaufen kann im Falter, ist ein Inserat. Der Falter ist eine junge Zeitung, obwohl der Herausgeber schon etwas älter ist, aber es sitzt ihm der Schalk im Nacken. Der Falter ist seit 20 Jahren meine berufliche Heimat und eigentlich mag ich da nie weg. Gut ist die Falter Feminismusbeilage. Böse ist der Gratis-Zeitungsmüll in den Wiener U-Bahnen. Und jenseits ist der Online-Auftritt des Falter, aber er wird besser. Also das Spezielle am Falter ist die unglaubliche Bewegungsfreiheit, die man hier hat. Also Bewegung im Sinne von geistiger Flexibilität. Also man kann sich jede Woche eigentlich in eine neue Welt stürzen und erlebt dabei viel. Man trifft viele interessante Menschen. In der Kultur ist es natürlich auch sozusagen so die Welt von Ausstellungen, von Büchern, von Intellektuellen, von Theater, alles was halt ansteht. Das gibt der Arbeit halt eine unglaubliche Beweglichkeit und Dynamik, also sozusagen es führt einem nie fad. Gut ist, dass der Falter sich in 40 Jahren eine hohe journalistische Glaubwürdigkeit und Relevanz aufgebaut hat, aber doch nie seine Leichtfüßigkeit verloren hat. Böse ist die letzte Ausgabe im Jahr. Jenseits der 40 haben viele eine Midlife-Crisis. Ich glaube, die bleibt uns erspart. Das ist ja gar keine Kamera, das ist so fake. Ne? Das ist ein Fotoapparat. Sieht wieder schon aus. Ich bin zwar noch aus der Generation Lösch-Sandbüchse, aber so weit. Ja, der Falter ist natürlich gut, weil sonst wäre ich nicht so lange da. Und wir sagen immer, wir schreiben über das Böse in der Welt oder gegen das Böse. Und manchmal sind wir auch ein bisschen sehr böse oder manchmal auch jenseitig. Aber prinzipiell sind wir schon die Guten und oder wollen gerne die Guten sein. Und schauen raus in die böse, böse Welt. Und besonders gut finde ich, dass ich da als fast noch Kind eigentlich vor vielen, vielen Jahren anfangen konnte, meinen ersten Artikel zu schreiben. Und jetzt bin ich ja schon fast erwachsen und habe immer noch Spaß hier und kann immer noch machen, was ich mag. Also mehr gut als böse.
Im Falter ist es so, dass nicht unbedingt gefragt ist, das, worüber alle sprechen, sondern es ist gefragt, das, worüber vielleicht in Zukunft alle sprechen werden. Das ist aber auch nicht das Hauptkriterium. Ja? Also es ist nicht, es geht nicht darum, die großen Dinge, also die Stadthallenfüller einzufangen, sondern es geht darum, das, was interessant ist, aufzuspüren und dann mit großer Genauigkeit darzustellen. Was ich super am Falter finde, ist, dass er mit seiner Falterwoche einen Wegweiser durch den Veranstaltungsdschungel von Wien bietet. Was ich jenseits von Gut und Böse finde, ist jeden Tag in der Früh meine Mailbox. Gut ist beim Falter, dass man auch ein bisschen böse sein darf. Das bedeutet, wir sind ein bisschen frecher als die anderen und ich glaube, das unterscheidet uns. Und das kommt einigen hier im Haus sehr zugute, weil sie von Grund auf sehr freche Menschen sind. Ich bin jetzt auch schon weit über ein Vierteljahrhundert dabei und gehöre jetzt in gewisser Weise einer historischen Generation an, allerdings nicht der heroischen Gründergeneration. Also ich habe einfach von Anfang an ein monatlich überwiesenes Gehalt bekommen. Aber was damals schon noch ganz unterschiedlich war, es gab eigentlich keine professionellen Journalisten. Es waren eigentlich lauter Leute, die aus dem Fach oder aus Begeisterung für eine Sache da angefangen haben und im Grunde genommen wahrscheinlich auch nicht einmal Journalismus machen wollten, sondern sozusagen für ihr Fach oder für ihr Ressort oder für ihr Thema gebrannt haben. Und das war der Vor- und der Nachteil. Also es war gewisserweise eine riesige Spielwiese. Niemand hat einem irgendwas verboten, sondern gesagt, ja super. Also zumindest wie ich angefangen habe, war so, konnte alles machen in sämtlichen Ressorts, auch recht entlegene Themen. Es hat wahrscheinlich einer gewissen Planung ermangelt. Und im besten Falle war das halt irgendwie spannend und originell und aufregend und frech. Und im schlechteren Fall war es halt ein bisschen so ein Fansein oder eine Schülerzeitung, wo halt jeder seinen privaten Steckenpferd nachgegangen ist. Ich habe zwar eine klassische Ausbildung gehabt, aber in der Fotografie vom Falter eigentlich immer versucht, gewisse Grenzen zu überschreiten, technische, ästhetische und mich eben nicht an Vorbildern zu orientieren. Und das war also schon relativ super, dass man überhaupt keinerlei kommerzielle Rücksichten nehmen musste, weil es eben hieß, ja, wir verkaufen das Ding sowieso nicht über den redaktionellen Mantel, sondern über das Programm. Und gleichzeitig war das natürlich super, weil es auch ein politisches Statement in gewisser Hinsicht war. Also das politische Statement bestand vor allem darin, dass man Dinge vorkommen lässt, die anderswo nicht vorkommen, dass bestimmte Ästhetiken hier gefeatured werden, die anderswo ausgeblendet werden oder nicht als berichtenswert erachtet werden. Und was auch lustig war, um das abzuschließen, da waren dann teilweise Textsorten drin, da greifst du heute an den Kopf, dass sowas in einer Zeitung erscheint. Also ich kann mich erinnern, ich bin glaube ich der Einzige, der sich daran erinnern kann, da ist mal ein Text erschienen von einem Autor, das dürfte ein Pseudonym gewesen sein, mit dem schönen Namen Bruno Weinhals. Und das war eine Seite mit poststrukturalistischem Gaga-Gequassel, wo man wirklich keinen einzigen Satz verstanden hat. Und der würde weltweit in keiner Zeitung, außer in irgendeinem poststrukturalistischen Fachmedium abgedruckt werden. Und sowas war auch im Falter drin. Und deshalb habe ich den Falter damals geliebt. Making of. Und die... Die ganze Welt weiß ohnehin, dass der Falter auch Bücher macht. Hunderte haben wir schon gemacht. Und jetzt gerade auch dieses hier. Naja, vielleicht ist der Falter ja sowas wie ein Messias für die Stadt. Man weiß es nicht. Also mit der Sonnenbrille. Das war super. Das war wunderbar, perfekt.
Naja, vielleicht ist der Falter ja sowas wie ein Messias für die Stadt. Man weiß es nicht.